Die Wirklichkeit offenbart sich nur, wenn sie vom Strahl der Poesie erhellt wird, heißt es bei George Brack. Sichtbar wird etwas allein durch Form und Farbe. Weder eine Form noch eine Farbe vermag ich allein zu sehen. Die Abgrenzung der Farbe durch eine Form ist ebenso notwendig wie die Abgrenzung der Form durch eine Farbe. Der Kreis ist das Runde schlechthin. Jeder Punkt ist gleich entfernt vom Mittelpunkt, vom Zentrum. Es gibt kein Vor- und Hintereinander, keinen Anfang und kein Ende. Er ist Symbol für Ganzheit, Ausgewogenheit, Harmonie, Zeit und Unendlichkeit. Michel Henry schreibt, malen, Farben verwenden, sie auf eine bestimmte Weise anordnen, heißt nicht, sich von ihrer sichtbaren Ordnung leiten zu lassen und eine objektive Zusammenstellung wiederzugeben. Es geht vielmehr darum, sie wegen ihres dynamischen und pathetischen Vermögens zu wählen. Dieses Vermögen selbst zu malen, dessen Spiel sich mit der Geschichte unseres Lebens vereint. Jede Form ist eine Kraft und die Kraft ist allein in uns. Sie bewegt unsere Augen und Glieder und diese Kraft unseres lebendigen Leibes ist auch die Kraft der Seele und ihrer Gedanken. Mit der Abstraktion begab sich die Malerei auf den Weg, den seit jeher die Musik gegangen war. Soweit Henri in der Studie Die abstrakte Malerei und der Kosmos.
Fern ein Feuerwerk leuchtet auf, verlischt und dann dunkel wie zuvor.